Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stoneshard. Ich habe das Lager jetzt clearen können, dank Wölfen, die überall hier waren. Es waren ungefähr 6, 7 Wölfe, die ich noch besiegen musste. Und jo, wir haben hier noch einen Schatz, eine goldene Branche. Jetzt nicht so wertvoll natürlich, aber immerhin habe ich jetzt auch einen Save-Punkt und auf der Karte haben wir jetzt 4. Okay, die Abtei. Stummes Grab, Gefahr hoch. Ich möchte eigentlich jetzt zu Bastion Jormas gehen. Einfach um die Banditen dort zu killen. Wenn ich das kann jetzt schon. Wir werden es mal versuchen. Wir haben ja jetzt hier gespeichert. Also, leider sind die Leichen weg, weil ich jetzt einen halben Tag Pause gemacht habe. Aber das ist ja kein Problem. Sieht immer so freundlich aus jetzt hier. Es war ein Blutbad. Möchte eigentlich die Wölfe nicht so unbedingt beide haben. Lieber jetzt erst. Und er brennt. Es macht nur 13 Schaden, also ich weiß nicht, ob ich den Angriff eigentlich immer einsetzen soll. Aber hier hat es sich gelohnt. Und jetzt sind wir hier an einem Ort, wo wir ein bisschen mehr Überblick haben. Okay. Ich hoffe einfach, wir machen nochmal so viel Schaden, weil die Wölfe schon recht stark sind in diesem Gebiet sozusagen. Ja, wie gedacht, es gibt noch mehr Wölfe. Es ist unglaublich, wie dicht hier ist. Okay. Das läuft gut, aber es sind zu viele Wölfe dort oben. Ja, sie kommen leider. Können wir nichts machen. Müssen die Wölfe besiegen, aber das gibt einen Weg für ein Wolfsfell, aber Platzmangel. Ja, aber ich mache immer weniger Schaden. Sollte jetzt tot sein. Ja. Okay, ein Wolfspelz, aber wir haben schon zwei. Nehmen wir nicht mit. Aha, genau. Okay. Können wir die zusammenpullen? Ja, das wird ein Problem sein. Weil wir ja nur zwei, einen angreifen können. Ich glaube, die kommen nicht so gut hier im Lager vorbei. Deshalb gehen wir da zum Lager. Der kommt auch von rechts jetzt. Problematisch, aber ja, keine Chance. Es ist unglaublich, wie schnell die Schaden machen können. Und genau so, das ist nichts. Es ist einfach, das Spiel ist völlig unausbalanciert. So am Anfang. Wirklich alle Gegner sind zu stark. Schaden von uns ist zu gering. Unglaublich, wie das nervt. Dass man jeden Kampf so gut balancieren muss. Wie viele Wölfe wollt ihr hier noch reintun? Und wie die einfach mich finden können, ist unglaublich. Ich gehe jetzt hier außen herum, weil ich weiß, in diesem Gebiet, ich weiß nicht, resettet wurde oder so, hat es wenig Wölfe gehabt. Aber Bären, glaube ich. Ah, es ist einfach nur nervtötend, diese Wölfe.
sind einfach viel zu schnell, viel zu ja, ersichtlich, also dass sie sehr, sehr gut mich bemerken können und so weiter. Es ist einfach nichts für mich gerade. Naja. Hier könnte mal Essen sein. In einer Wiese sollte mal Essen sein. Okay, dann trinken wir doch jetzt mal das. Und essen etwas. Ja. Oh, das ist klar. Das muss eigentlich erst jetzt gemacht werden. Wir hungern. Also. Einfach die Pilze nachher essen, gleich essen. Und dann sollte das eigentlich schon sehr gut reichen. Auch viel mehr Geld jetzt zur Verfügung haben. Ja. So. Nur wegen dem Hirsch. Okay. Wo ist diese Bastion? Die muss jetzt hier in diesem Gebiet sein. Aber in der Mitte, denke ich mal. Aber es ist ein großes Gebiet, scheinbar. Pilz. Okay, irgendwo muss die Bastion sein. Na, zeig dich. Oben. Ich hoffe, wir sterben nicht, weil die Banditen doch recht stark waren. Da sind Wölfe, also Vorsicht auf dieser Seite. Ich muss immer alles merken, dass ich nicht reinlaufe. Okay. Typisch, man findet nichts. Ja, es ist hier. Sind wir eins zu viel gelaufen? Nein. Das muss doch hier sein. Okay. Kann schon sein, dass es eins zurückliegt wieder. Nee, ich hab doch geschaut. Okay. Ja, immerhin. Darf ich mal kurz schauen? Ja, toll. Wir haben so viele XP. Ja, das wird momentan nicht mit Level 4. Es muss hier sein, weil. Okay, sind wir eins zu weit gegangen. Ja, okay. Ja, aber immerhin haben wir es gefunden. Mist. Aber immerhin nur zwei. Okay,
Zwei leichte haben wir. Jetzt frage ich mich, ob ich 300. Ne, schlecht vom Preis, vom Wert. Ob ich jetzt wirklich die angreifen soll und hier kann man nicht rein, okay. Einfach geht. Ja, die Banditen sind gar nicht mehr so schwer. Die waren halt damals schwer, aber jetzt. Also Goldmünzen unbedingt mit Rechtsklick einsammeln und nicht noch stacken müssen. Ja, kochen muss ich. So, also hier ist nix. Keine Shots zu hören, nix. Hm. Ich hätte den Auftrag später, also jetzt dann, annehmen sollen. Aber okay. Aber jetzt muss ich schauen. Zwei runter und zwei links. Ich möchte gerne speichern irgendwo, aber. Eins rund und zwei links. Ja. Ja, komm, das ist so, dass wir hin und her gehen. Dann kommen wir auch dorthin. Ganz viele Vögel. Bitte Klee. Wie wir es aufnehmen, so früh weg. Oh je. Okay, ein Wildschwein. Schon wieder Durst. Gleich auffüllen im Dorf. Nicht vergessen. Mal kurz schauen. Ja. So, und dann runter. Okay. Jetzt schon runter. Ja. Guten Morgen. Oder weiß ich nicht, was für Tag oder Zeit ist. Was ist für eine Tageszeit? Ich weiß es nicht. Scheint aber morgen zu sein. Der Abend. Ja, ja. Jetzt kann ich noch schön die Pilze essen aus dem Wald. Ja, es verdirbt sowieso recht schnell. Ach komm, muss ich nicht essen. So, das Wichtigste haben wir. Ah nein. Können wir übertrinken? Jetzt will ich übertrinken. 19, okay, das ist ein guter Preis, aber lieber beim Fleischhändler verkaufen, der hat wahrscheinlich 20. Ist auch nichts. Okay. So, aber gleich mal noch eine Wurst kaufen. Oh, wir haben relativ wenig Geld jetzt noch. Ich kaufe jetzt noch nicht eine Wurst. Ja, wir brauchen unbedingt Würste. Oder, ne. Eigentlich direkt die anderen, die besseren Fleischarten. Sondern wirklich die das Beste kaufen. Ja,
Ja, aber arkanische Kraft werde ich ja nicht brauchen, also das kaufe ich mir nicht. Ist arkanistisch ein eigenen Baum oder gehört das zu allen Bäumen von Magie? Eisenbahn beim Schmied verkaufen. Und ja, der Rest. Auch beim Schmied. Versuche keine krummen Dinge. Ah ja, zum Alchemist, ob der etwas Besseres hat an der Schrift drin oder so. Mal gucken. Ist wirklich ein Zauber nur. Haben wir irgendwas aufgebraucht? Eigentlich schon, aber ich möchte jetzt nicht so viel einsetzen müssen, also mitnehmen einfach. Eine Schiene wäre doch nicht schlecht. So, ah ja. Verkaufen wir das Zeugs. Ja, ist nur 3 wert. Egal. Pilz kannst du einfach. Schade, dass wir nicht so viel verdienen. Sagen wir 48 und jetzt muss noch Essen gekauft werden. Wir müssen irgendwie an Geld kommen, also ja, möchte ich schon gerne wissen, wie man jetzt am besten an Geld kommt, weil sonst sind wir irgendwann mal pleite. Oder wir gehen jetzt nur jagen. Das kann ich während den Aufnahmen machen. Na, Kohle nehme ich nicht mehr mit. Kohle werde ich nicht mehr einsammeln. Aber die Brosche. Habe ich die Brosche verkauft? Ich denke schon. Mal kurz schauen. Habe ich die Brosche irgendwo anders verkauft? Oder die habe ich gar nicht mitgenommen. Oh, weil ich ja neu geladen habe, habe ich die gar nicht mitgenommen. Stimmt. Also jetzt gucken wir, dass wir da ein bisschen Tiere angreifen können. Zum Beispiel Wölfe. Aber einfach in der Nähe vom Dorf. Wir gehen zum Beispiel einmal links ums Dorf. Ein Fuchs zum Beispiel. Direkt mal pulverisiert. Abgebrannt. Sehr gut. Okay, ein Wolf. Zum Glück nur ein. Scharfen Wolfspelz. Okay. Der andere hat das irgendwie entdeckt oder hat Angst. Ja, gut. Gut, dass die alle droppen, Wolfspelze. So gut, wenn du da ins Inventar ziehen müsst, liebe Wolfspelze. Na toll. Die Wurst ist schuld.
kriegen. Gut, der hat weniger ausgehalten. Vielleicht ein junger Wolf oder ein alter schwacher Wolf. Keine Ahnung. Aber direkt wieder zurück. Und es sind nur drei Wölfe gewesen scheinbar. Okay. Okay. Da hat's noch ein paar. Gleich mal essen. Es ist gut, dass die gegen Vergiftung wirken. Dann haben wir etwas Schnelles, um Vergiftung ein bisschen zu reduzieren. Und dass verschiedene Statusveränderungen so Stufen haben, dass man nicht sofort mega vergiftet ist und dass es auch schrittweise geheilt werden kann, finde ich echt nett. Also vieles ist super von diesem Game, finde ich. Der verkauft jetzt gerade nicht mehr. Ja, das haben wir alles schon gelesen. Also einfach am Tag wiederkommen. Gut. Ja, wow. Wir hören, dass es eine Unterhaltung gibt. Sehr interessant. Aber nicht wahr, sie reden. Schon wieder Hunger. Ey, woher kommt dieser Hunger? 0 Uhr. Wieder 8 Uhr morgens. Ja, Hunger müssen sie unbedingt ein bisschen nerven. Man hat nicht so viel Hunger. Ja, okay, die Tage sind halt zu kurz. Aber einfach, dass man nur einmal pro Tag Hunger hat oder so. Dass es ein bisschen schneller runtergeht. Und der Rest nicht. Aber es ist schon ein bisschen nervig, so immer Hunger haben zu müssen. Aber die geben halt auch kein Fleisch, die Wildtiere, außer vielleicht Rehe, also Hirsche. Wieso hast du jetzt momentan kein... Wieso verkaufst du momentan nichts? Jetzt. Wahrscheinlich um halb 8.30 Uhr oder 9 Uhr. Der eine kannst du auch haben, den ich... Aussehen, verkauft, eingesammelt habe. So. Die kaufen einfach alles. Jetzt gehen wir mal noch nach Süden. Ja, ich werde noch ein bisschen weiter leveln. Aber die Aufnahmen muss ich nicht unbedingt. Was bist denn du schon wieder, hey? Weißt du, irgendwo in der Tür festgesteckt oder so. Brauchen wir nicht momentan. Okay, dann mache ich die Aufnahme fertig und wir sehen uns im nächsten Part. Heute eventuell noch, aber ich muss heute einkaufen, großer Einkauf machen, Hosen brauche ich und eine Mütze brauche ich. Ja, brauche ich eigentlich auch nicht mehr so dringend. Aber gut, Hosen einfach kaufen. Ja. Dann einen schönen Tag. Tschüss.